Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten hier aus der, ja, wie soll man sagen, Baustellen-Area oder Construction-Area heißt es ja, also aus der Baustelle hier. Ihr seht, ich habe mein grünen Bildschirm so ein bisschen abgebaut, mein Greenscreen, der eigentlich hinter mir hängt, im hinteren Bereich. Für die das jetzt noch nicht im Livestream gesehen haben, habe ich, da ist eigentlich mein Boden dahinter. Und oder Teile meines Dachbodens, und da ist ein bisschen Aufräumbedarf, und deswegen müsst ihr ein paar Wochen mit dieser Kamera auskommen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass es einige Spieler unter uns gibt, die überhaupt keine Liga haben zum Start der neuen Liga? Denn hier ist die Zeit stehen geblieben bei Clash of Clans. Hier gibt es nur maximal die Titan-Liga. Es gibt ja noch eine Liga drüber, die Legenden-Liga. Da fangen die Leute mit 5000 Pokalen an. Und die ist hier im Moment, oder die ist hier schon seit langem, völlig in Vergessenheit geraten. Obwohl es sie natürlich gibt. So ist es nicht. Aber ist mir heute noch mal so aufgefallen, als ich mal wieder so durchgeklickt habe, hat sich vielleicht was verändert. Hat sich aber nicht verändert. Ihr habt es im Titel gesehen. Ein Recap ist auch eher selten bei mir. Aber wenn er mal gemacht wird, oder sie sollten häufiger mal gemacht werden, dann sieht man noch mal ein paar nette Angriffe von sich oder von seinen Kumpanen hier oder von seinen Mitstreitern. Denn am Wochenende war das GML All-Stars Team hier unterwegs gegen den Global Clash Cup. Also zwei sehr, sehr große Ligen. Ihr wisst, die GML in Deutschland ist eine sehr, sehr große Liga. Mittlerweile auch unterteilt in drei, ich nenne es mal so, Turniere. Der Global Clash Cup macht das Ganze dann mit, ich glaube im Moment mit 7 Turnieren oder mit 7 Ligen international. Also es ist auch eine coole Truppe und viele bekannte Spieler sicherlich dabei. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in den Recap rein. Und ich habe mir so ein paar Nummern rausgesucht, die wir einfach mal zeigen. Okay. Als Recapper, sage ich mal, kannst du natürlich nicht alles zeigen, und auch im Livestream konnten wir nicht alle Angriffe sehen, aber ich war ja gestern dann noch sehr, sehr lange hier auf dem Dorf. Also ich habe jetzt gestern die letzte Schicht gemacht am Sonntagabend von 21 Uhr bis 23 Uhr. Vor mir war der Sir M da, also der Max, eine Stunde, und davor, glaube ich, waren 2 Stunden Noobs dabei. Also die letzten 5, 6, 7 Stunden wurden doch irgendwo festgehalten, natürlich auch von den Streamern der GCC. Das Ganze fand dann so ein bisschen parallel, ich nenne es mal so, zeitversetzt für die Zeiten oder für die Welt so ein bisschen statt, je nachdem, wo wer sitzt und wo wer streamt. Aber es wurde schon ziemlich viel gezeigt, aber ich zeige euch nochmal ein paar Angriffe, die habe ich mir jetzt rausgepickt. Das ist eine Willkür von mir, ich weiß. Das Ergebnis seht ihr aber schon, 139 zu 127. Das sieht sehr dominant aus, war eigentlich auch sehr dominant, denn vor allen Dingen Rad aus 11 Bereich hat der Gegner hier hart, ich nenne es mal so, geschwächelt. Und da dieses Format hier ein No-Dip-Format war, das heißt also, hier konnte jetzt kein 12er den 11er hier unten zumachen, ist es dann schon schwierig. Ja, aber ich fange hier unten jetzt an. Ich wollte jetzt auch gar nicht so viele hier mal hin und her scrollen und euch verrückt machen, sondern wir legen gleich los hier mit dem Cliff, beziehungsweise nicht mit dem Cliff, auf den Cliff vom Boom Tonic. Rathaus Level 11 auf Rathaus Level 11. Ich glaube, viel muss ich da gar nicht zu sagen. Wir haben gestern Abend, ich will es mal so sagen, die gängigen Taktiken eigentlich in den verschiedenen Rathausstufen gesehen. Ich will jetzt nicht sagen vorzugsweise Drachen, aber es waren schon viele Drachenangriffe dabei. Natürlich gehen auch Taktiken wie vor allen Dingen im Rathaus 11 Bereich Nübegit. Er blitzt hier, ich glaube, es war eine, war das eine Luftabwehr, die da weggeht? Ja, das ist eine Luftabwehr gewesen. Da oben auch nochmal mit Unterstützung Erdbebenzauber und einem, oder zwei Blitzen oder drei Blitzen sind es, glaube ich, mit dem Erdbebenzauber als Unterstützung. Und eine große, weite Fläche hier jetzt weggefunnelt, sodass die Drachen hier nicht nach außen fliegen, ein auch außen gesetzt, dass in jedem Fall die Meute hier jetzt reinkommt. Und zur Unterstützung oben seht ihr einen Elektrodrachen, der nochmal für den notwendigen, ich will nicht sagen Bums hier, oder Bums hier sorgt in der Base, denn die Gebäude stehen schon so ein bisschen als Anti-E-Drachen-Base. Das heißt also, der E-Drache bekommt, ja, da bekommt er mal ein bisschen mehr raus jetzt, aber letztendlich springen die Blitze dann immer nur auf ein Gebäude. Und
Viel hat er jetzt, sage ich jetzt mal, auch nicht gebracht. Der Slammer natürlich sehr, sehr gut platziert hier, beziehungsweise der Wutzauber nochmal gut postiert. Und gegen den Multi oder für den Multi sind jetzt die restlichen Drachen da. Und dann ist das hier schon ein unheimlich starker Drachenangriff gewesen. Aus dem Rathaus 11 Bereich ein Bogenschützenturm nur noch. Der Rest ist clean up. Sehr schön gemacht hier. Und ja, wie gesagt, wir haben gestern Abend schon sehr, sehr viel hier gesehen. Ich habe auch immer mal wieder, während wir über verschiedene Sachen diskutiert haben, zwischen den einzelnen Angriffen nochmal hin und her geschaltet. Wenn ihr hier von dem Klankrieg nochmal so ziemlich alles sehen wollt, was in den letzten 2 oder 3 Stunden dann passiert ist, dann müsst ihr auf die entsprechenden Kanäle von Noobs Sir Triple M, also Sir Leerzeichen MMM, ich nenne ihn immer Triple M, aber ihr wisst, wenn ich sage Max, dann wisst ihr auch Bescheid, schauen. Und dort könnt ihr euch A, die Livestreams nochmal anschauen und B, natürlich nochmal den einen oder anderen Angriff. Ich springe aber ein bisschen hin und her, denn der Gegner hat natürlich auch angegriffen. Also ich rede jetzt nicht vom Gegner, sondern gerade wenn wir streamen, sind wir nicht parteiisch, sondern gönnen natürlich jedem hier den Hype. Und ich muss nur immer auf Replay klicken, habe ich gestern Abend auch die ganze Zeit immer nur auf Scout geklickt. Nein, wir müssen natürlich auch in die Wiederholung rein. Der Lancelot hier auch mit Luftarmee, diesmal Sui Lalo, 4 Blitzzauber, ein Erdbeben, mal sehen, wo er die einsetzt oder wo man das eigentlich noch einsetzen kann, so muss man sagen. Und er lässt sich auch noch ein bisschen Zeit, Blitz da hinten, eine Luftabwehr, und ich glaube, dort stand der Inferno direkt daneben, oder? 1, 2, 3, 4, ah ne, es sind immer noch alle 4 Luftabwehren, dann war es der Inferno, den er da weggemacht hat. Und schön gesehen, dass man hier mit einem Loon jetzt relativ viele defensive Gebäude rausbekommt. Hat jetzt keinen Sprungzauber oder Mauerbrecher dabei, sondern nimmt hier die Belagerungsmaschine. Mir wäre jetzt fast der Name entfallen, aber mir ist jetzt gerade der Name entfallen. Der ersten Belagerungsmaschine, die es eigentlich, ich will nicht sagen, überhaupt gab. Aber die ich tatsächlich verdrängt habe. Ich habe gestern Abend, haben wir öfter diese Kombi gesehen, und ihr seht, wie weit die hier jetzt durchgeht mit King, mit Queen. Also die Helden hier in den sicheren Tod geschickt, aber beide Fehler sind down. Das heißt also, er kann sich jetzt praktisch die Seite aussuchen, von der er jetzt reinkommt. Kommt er jetzt eher von der Seite, wo die beiden Luftabwehren sind, oder eher von der Seite, wo nur eine Luftabwehr jetzt noch da ist. Er kommt über die Seite, wo nur eine Luftabwehr da ist. Langer Weg für den ersten Lavahund, kurzer Weg für den zweiten Lavahund, aber die Luftabwehr hat jetzt alle Hände voll zu tun hier, um beiden gerecht zu werden. Das funktioniert natürlich nicht. Und dann haben die jetzt einen ziemlich weiten Weg, denn die fliegen ja erstmal auf die nächste Luftabwehr, wenn sie es noch schaffen. Noch sind beide Hunde da und die tanken hier absolut perfekt die Luftabwehr, beziehungsweise für die Loons hier, und deren Passing hier Richtung Luftabwehren läuft wunderbar. Außen noch ein Loon mit dazugesetzt. Worden ist noch zündbar. Wo ist denn der Worden eigentlich? Ah, da unten unter den Loons war er gerade. Also immer noch zündbar hier. Sehr, sehr späte Zündung dann. Und nochmal, denke ich mal, ein Friese hinten am Magierturm gesetzt. Oder zweckte den, mal sehen. Das sind noch zwei. Oder ist noch jetzt noch ein Eilzauber? Doch, er nimmt auf jeden Fall so ziemlich jeden Zauber, hat noch einen Eilzauber jetzt über. Den kann man auch im Cleanup natürlich benutzen, gerade weil die Loons sehr, sehr lange oder fürs Cleanup sehr, sehr lange brauchen, um eine kleine Strecke dann von A nach B zu überbrücken, kann man das oder kann man nochmal sehr, sehr guten Eilzauber nehmen. Meine Meinung, also ihr müsst mir nicht alles glauben. Ist nur meine Meinung. Kann man machen, muss man aber nicht. Er zweckt ihn wahrscheinlich oder er behält ihn einfach. Muss man ja nicht machen. Ist ja ein Freundschaftsklankrieg hier gewesen. Auch das gab es tatsächlich eine Frage im Stream, wie man eigentlich die Kriege startet. So, ich bin auf der 42, ich gehe hier hoch auf die 32. Ich wollte nicht immer so hin und her springen, aber ich habe es mir vorher rausgepinnt, wer denn wie angreift. Der Killavani hier auf den Rebell ist der Verteidiger. Diese Bases sind letztendlich geburnt, und da sie 3 Sterne kassiert haben, könnt ihr sie natürlich gerne nachbauen oder auch nicht. Aber zumindest habt ihr jetzt mal, oder
wenn man diese Base dann nochmal sieht. Allerdings muss ich sagen, Rathaus 12 Bereich ist im Moment so ein Rathaus, sage ich eigentlich immer wieder, das gibt es im Moment gar nicht, aber es gibt es doch. Und auch hier mit der Hexe, mit den Hexen, Spam hier über die Ecke, gibt es das nach wie vor auf der gegenüberliegenden Seite vom Rathaus gestartet. Und da macht es einfach die Masse, trotz des, oder er hat ein Multi-Inferno hinten, hat er die Infernos weggeblitzt, sehe ich gerade. Okay, kann man natürlich auch machen. Jetzt geht ihm schon leider schon die Karre auf, hat noch einen Sprungzauber, den er, denke ich mal, hinten in dem Compartment nimmt, wo es nochmal Richtung Rathaus geht. Späte Wortzündung auch, denn dort ballern jetzt zwei Superminions aus der Klarburg, aber die stehen auch ganz nett im Gift und das müsste auch giftmäßig reichen. Wenn nicht, das reicht doch nicht, dann sind dahinter aber reichlich Hexen und die sich jetzt den beiden Minions nochmal annehmen. Das ist für mich auch immer eine kleine Schrecksekunde. So, oh Gott, da sind die Super-Minions noch nicht weg. Was mache ich nun? Aber mit reichlich Hexen dahinter, Queen ist auch noch in dem Compartment. Wird jetzt hier rüber gesprungen Richtung Rathaus. Außen gehen Hexen mit Skeletten auf beiden Seiten hier auf 3 Uhr und auch auf 9 Uhr. Also auch auf der oder auf den beiden Flanken passiert nichts. Allerdings jetzt das Rathaus ist doch nach wie vor sehr, sehr stark, muss man sagen. Auch das Rathaus 12, Rathaus in voller Ausbaustufe, hat ja letztendlich mit dem Gigatester doch noch mal eine starke Defense. Und aber gegen die Masse der Skelette reicht es denn doch nicht, vor allen Dingen, weil der Sprungzauber hier immer noch anhält, ihr seht das. Und auch der letzte kleine Golem hier tankt nochmal die Kanone, aber der Worten reißt es an der Stelle. Okay, jetzt springen wir, glaube ich, rüber. Muss ich mal gerade gucken. 32. Ich glaube, wir springen hier rüber auf die 26. Wir gehen jetzt schon ein bisschen höher. 26, da ist er. Der Batman. Der Batman gegen den Ocha Riaza 4. Okay, Danger Zone, da dürft ihr euch nicht von beirren lassen. Das ist nur der Clan, wo die GCC-Spieler und Spielerinnen oder Spielerinnen und Spieler, die Reihenfolge ist besser, gespielt haben. Und GML All-Stars ist ein Clan, ich wollte jetzt gerade sagen, den gibt es wirklich. Die spielen ja ab und zu mal A-Events oder auch mal eine Liga. Im Moment steigen sie, glaube ich, ab, weil hier denn doch nicht so starke Rathäuser in der recht hohen Liga bestehen können. Und es wurde jetzt, glaube ich, zweimal abgestiegen, ganz bewusst. Also im letzten Mal, habe ich jetzt gesehen, hat gar keiner angegriffen, aber man hat einfach gestartet, sodass man auch eine Liga absteigt. Aber ich habe hier übrigens auch schon eine Liga gespielt bei den GML All-Stars zu Anfang oder beziehungsweise es gab so die eine oder andere Ausschreibung, so wir machen mal wieder hier Liga. Und da war ich auch mal mit dabei, ich glaube mit Rathaus Level 10. Aber wir sehen hier wieder das Rathaus, was es eigentlich nicht gibt, nämlich das Rathaus Level 12. Das Rathaus Level 12 ist wie Bielefeld. Das wissen wir jetzt auch. Und mit den Superhexen hier schön gefunnelt, die keine Mühe hier für die Heiler, alles hochzuheilen, egal ob das Skelett ist oder ob das die Hexen sind. Sprungzauber. Ich überlege gerade, wie haben die eigentlich den Sprungzauber genommen? Oder ach, da ist noch ein Stück Mauer offen gewesen. Okay, da war noch ein kleines Stück Mauer offen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, das ist ein kleiner Bug, aber war es nicht. Da war noch ein Mauerstück schon offen auf der Ecke. Deswegen können die weiterspringen hier. Sieht immer ein bisschen zäh aus bei den Superhexen, weil alles sehr, 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 sehr langsam erscheint. Aber es ist sehr, sehr viel Power dahinter. Auch die Skelette haben viel Power. Die gehen wie Butter, wie die Superriesen durch die Mauern durch. Und sie müssen halt nur geheilt werden. Das ist das A und O bei dieser Taktik, dass deine Hexen in Heilung sind oder aber die Skelette in Heilung und getankt werden. Oder die tanken dann das, was noch dahinter ist. Ihr seht das auf der oberen Flanke hier bei der Queen. Das sind eigentlich so die wichtigen Faktoren, dass so eine Taktik funktioniert. Sie funktioniert nicht mehr so gut, wenn die Heiler vor allen Dingen weggestorben sind. Aber auch hier unten seht ihr, dass das Skelett jetzt hier nochmal durch so ein Kreuz musste. Und
die Hexe ist in Heilung. Das macht Sinn, denn wenn das Skelett jetzt weg ist, dann zaubert die Hexe ja in einen immer noch für mich unregelmäßigen Abstand von Sekunden ein Skelett nach, sofern die Hexe überlebt. Und das ist hier der Fall. Die letzten Heiler sind jetzt doch noch nicht gefallen. Das sind immer noch zwei Heiler, glaube ich, aber das reicht ihm in jedem Fall auf die Nummer 26, 29 auf 26 hier im Rathaus Level 12 Bereich. So, ich glaube, jetzt kommen wir schon in den Rathaus Level 13 Bereich. Das Blackdown ging hier also bis auf Rathaus Level 11 runter. Auf die 19 ist das so, jawohl, habe ich mir so weggeschrieben in meine Textdatei. Man sollte schon vorher kurz mal gucken, was man zeigt und nicht jetzt so eben während des Videomachens hier immer hoch und runter. Was kannst du denn machen, was nicht? Vieles habt ihr sicherlich schon gesehen gestern Abend, die gestern Abend in dem Stream waren. Das seht mir danach, dass ich jetzt vielleicht was doppelt zeige, also für euch vermeintlich doppelt, aber für die Masse der Zuschauer, die das Video hier jetzt quasi offline nochmal guckt, werden das unter Umständen einfach Fresh Hits sein, also neue Angriffe. Denn hier durfte ja nicht gedippt werden, das heißt also vor allen Dingen im Rathaus 11 Bereich war es dann sehr, sehr schwer. 12 kann ich mir vorstellen, war auch nochmal, ist nochmal eine Ecke schwerer. Die meisten Dreier fallen dann tatsächlich hier im Rathaus Level 13 Bereich. Klar waren natürlich auch 25 Stück dabei und hier konnte man dann natürlich zwei Angriffe auch pro Account machen. Ich meine, das konnte man im Rathaus Level 11 Bereich auch, aber letztendlich, wenn im Rathaus Level 11 Bereich nichts mehr zu holen ist, hat man bei den GML Allstars gesehen, konnten die ein bisschen höher gehen auf Rathaus 12, wenn nicht sogar auf Rathaus 13, und da haben wir auch von 11 auf 13 schon schicke Sterne gesehen, muss ich sagen. Hier, auch wenn es ja nicht um nichts mehr ging, es geht dann einfach um die Erfahrung, Hit-Ups zu setzen, sinnvolle Hit-Ups mit guten 2 Sternen, vielleicht sogar mit ganz annehmbaren Prozenten, denn sowas übt für die normalen Klarkriege. Denn bald steht ja wieder diese komische Liga an und da müssen wir sowieso wieder so ein bisschen mauscheln und Hit-Uppen wieder in vielen Clans, aber macht nichts, durch die Woche quälen wir uns mal wieder durch. Schöner Funnel hier vom Rauhweit oben mit dem, beziehungsweise mit der Queen, die unten immer noch geht und oben der Hybrid-Part losgegangen ist, aber der dauerte da oben jetzt auch extremst lange. Ich habe mich auch gestern, ich will nicht sagen, nicht darüber aufgeregt, aber es fällt nach wie vor natürlich auf, dass vor allen Dingen, wenn Skelette, also Skelettfallen mit Bodentruppen aufploppen, dass alle Miner gehen dann immer auf ein Skelett, ja, und das dauert unheimlich lange, bis die dann down sind, weil halt alle auf ein Skelett ballern und nicht sich viele Miner, viele Skelette nehmen. Und dann hat man immer so eine kurze Phase, wo es kurz mal stockt, ja, wo eigentlich so die Truppe in ihrem Fluss kurz mal anhält, verharrt und dann erst weitergeht. Späte Roll-Champion-Zündung hier und der ist noch pickepacke voll. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe da unten links jetzt gerade gekreuzte Schwerter gesehen, also in meinen Livestreams, gerade wenn wir sowas hier machen, dann und ich zeige eine Wiederholung, dann springe ich da sofort raus, sofern es was live gibt. Das ist dann natürlich für den Zuschauer immer ein bisschen verwirrend und vielleicht auch nicht ganz so schick, aber live ist live und live wollen wir natürlich in, ja, Livestreams eigentlich sehen. So, wir sind bei der Nummer, wo waren wir, bei der 19 angekommen, dann müssen wir hier rüber, glaube ich, auf die Nummer 11. So hatte ich mir das weggeschrieben, 11, 11, 11, da ist er, der Coral Non oder so heißt es, oder E1. Coral heißt es, glaube ich, das E, die 3 steht für ein L, glaube ich, auch noch zusätzlich, oder? Genaues weiß man nicht. Gegen den Tobi hier, ich hatte mir auch eine Liste tatsächlich weggepinnt, das war auch eine witzige Sache. Ich habe mir gestern noch die Liste ausgedruckt, derer 50, die hier mitspielen, damit ich wenigstens kurz, das nur als Tipp für die Streamer, damit ihr kurz wenigstens den Namen raussucht und wisst, oh, der Tobi spielt da und da und die Freddy spielt da und da, dass man wenigstens in etwa so tut, als wenn man weiß, welchen Stammclan die denn haben. Das nur so mal am Rande, wie ich mich hier durch meine Streams mogel. Genau so geht es. Aber ich bin ganz transparent. Ich habe es gestern Abend auch schon verraten. Denn da hat ja auch niemand gefragt, Toto, woher weißt du eigentlich, wo die alle spielen?
kennst du alle Stammclans von den Leuten? Kennst du die alle? Dann halt kann man natürlich sagen, natürlich kenne ich die alle. Gar keine Frage. Mein Zettel kennt sie alle, ich nicht. So kann man es ja machen. Ist aber nicht so tragisch. Und wir sind hier im Rathaus 13-Bereich hier mit Only Hawks hier. Das habe ich gestern Abend öfter gesehen. Also kleines KS hier, beziehungsweise hier mit Heiler, kein Sui. Und die Queen soll sich das Rathaus holen. Da kommen jetzt noch ein paar Skelette. Die stehen jetzt aber auch noch mal im Gift. Und King und Queen sind da. Okay, der King wird hochgeheilt. Da haben die immer Heiler immer ein bisschen mehr Mühe. Denn der kriegt natürlich im Moment heftigst heftigen Schaden hier. Heiler sind jetzt auch down. Und jetzt müssen es only die Hawks machen. Bisschen Cleaner da, hat er auch noch dabei für die Außengebäude. Denn die bleiben natürlich beim Hawkangriff erstmal stehen. Anders als beim Hybrid. Beim Hybrid bleiben die natürlich nicht stehen, sondern gehen dann auch mit Down von den Minern. Und hat der Coral hier aber ja, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und auch am Ende eine sehr, sehr späte Royal Champion Zündung reicht, um die letzte Defensive hier wegzumachen. Oben fiel jetzt auch, oder hier unten fiel jetzt, glaube ich, das letzte defensive Gebäude, denn die Hawks haben nochmal umgedreht oben in dem Bereich, um so ein bisschen beim Cleanup zu helfen. Und dann sind das hier schöne 3 Sterne auf den ja, Tobi. Aber hier wurde sich dann auch, oder es wurde dann immer wieder ein bisschen nachgesetzt, um hier auch wirklich den letzten Stern rauszuholen. Sehr schön. Okay, einen habe ich noch für euch. Das ist auf die Nummer, ja, jetzt wird es einstellig, auf die Nummer 6. Das ist vom Povi. Und das ist auch der letzte Angriff, beziehungsweise der letzte Angriff, den ich euch zeige. Wie gesagt, wenn ihr nochmal alle Angriffe sehen wollt, dann müsst ihr, oder alle Angriffe der letzten 5 Stunden sehen wollt, dann müsst ihr nochmal in die entsprechenden Livestreams auf Twitch gehen. Die stehen dann noch ein paar Wochen, bevor sie denn gelöscht werden, und dann kann man sich das ein oder andere noch mal so anschauen, wer daran oder wer das natürlich dann intensiv macht, um vielleicht noch mal zu gucken, Mensch, im laufenden CK habe ich diese B schon mal gesehen, nämlich letztens beim Freundschaftsklankrieg gegen die GCC. Dann kann man natürlich gerne noch mal nachgucken, wie hat das der Angreifer hier eigentlich gemacht. Oben macht der Povi mit dem Royal Champion die komplette Ecke da hinten frei. Und die kleinen Gobos haben es nicht ganz geschafft. Die haben aber erstmal Passing für die Loons rausgehauen. Das Zeppelin, also Blimp, mit rein hier gegen den Adler und gegen die Luftabwehr. Sind jetzt schon ein paar Skelette da. Kurz nochmal alles durchgewutet hier, dass auch der Adler down geht. Die Queen schaffen die jetzt nicht mehr ganz. Okay, Lavahund kommt mit aus der Clanburg und ein wenig Kleingedöns. Das sind, glaube ich, Bogenschützinnen. Das macht aber erstmal nichts. Denn hier unten geht jetzt der Drachenpart auf 6 Uhr weiter. Jetzt haben es auch die gemerkt. Denn oben waren ja noch ein paar Bogenschützinnen, glaube ich, am Start und haben dort schon mit ihrem vermeintlichen Cleanup angefangen. Und hier geht es jetzt, ich sag mal, Kasten für Kasten eigentlich, Compartment für Compartment durch die Base durch. Erstmal den Lavahund aufplatzen lassen und die ganzen Welpen wegmachen und trotzdem den Drachen noch ein gutes Passing zu verschaffen, dass die nicht so weit nach außen gehen können. Jetzt aber auch nicht da hier und am Magierturm, oder der Magierturm ist eigentlich das entfernteste Gebäude jetzt gewesen, Richtung der Mauer. Tesla Farm auf Mitte der Uhr, würde ich mal so sagen. Okay, da ploppt aber mal alles aus, was Tesla heißt. Mitten drin auch noch ein Inferno, aber zweimal gefrostet hält der Fries hier. In jedem Fall gegen die Drachen, der Multi-Inferno versucht alles, um die Meute hier auch vom zweiten Scattershot wegzuhalten. Gelingt ihm aber nicht. Er hat jetzt immer noch einen Fries-Zauber, den nimmt er auch immer noch beim Scattershot und beim Bogenschützenturm und nicht mehr beim vermeintlichen Flächenschaden, aber hier macht es einfach die Masse, und die Masse der Drachen zusammengerechnet haben unheimlich viele Trefferpunkte. Müsst ihr euch mal ausrechnen, wie viele Trefferpunkte die Defensive hier runterschießen muss, um hier die ganzen Drachen niederzuprügeln.
Das ist sicherlich sehr, 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 sehr viel. Da müssen die Fallen einfach, ich will mal sagen, besser gesetzt werden. Und ansonsten schaffen die das nicht, aber das waren hier jetzt auch mit 10 Drachen, 10 Loons und ein bisschen was an kleinen Truppen, 2 Blitz, 1 Erdbeben. Das war für den Royal Champion Trick, glaube ich, dass unten das Compartment frei wurde. Aber wie gesagt, wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann schaut ruhig in die Streams rein. Ja, 139, 127, das Resultat. Ich habe es auch festgehalten. Ich hoffe, diese kleine, aber feine Recap hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Lasst der GML einen Daumen nach oben da, denn die haben hier super gespielt und auch Glückwunsch an GCC. Also schönes Freundschaftsmatch. Ich habe halt ein bisschen mehr gesehen, auch weil ich schon etwas eher im Clan war und habe natürlich schon den einen oder Angriff mehr gesehen als ihr. Live auch, wo nichts live war und macht aber nichts. Also wie gesagt, bleibt am Ball hier an meinem Kanal. Steht die Beschreibung, ist immer unten unter der Beschreibung. Nee, in der Beschreibung ist immer der Link auf Twitch TV. Dort findet ihr auch die anderen Streamer alle unter ihrem bekannten Namen. Und dort könnt ihr hier die Livestreams nochmal nachschauen. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ihr bleibt positiv. Nee, ihr denkt positiv und bleibt negativ, so heißt es immer. Und bleibt in jedem Fall gesund. Haltet euch an die neuen Aha-Regeln. Mütze tragen ist noch nicht in, würde ich sagen. Aber ihr schützt so ein bisschen vor der hellen Sonne hier. Alles klar. Bis dahin, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Euer Toto. Clasht.